Familie grüßen. Wir sind live. Genau. Hallo Mechthild Tillmann. Ich darf dich fragen, was erwartest du heute Abend vom Fest? Ah, das war die Überraschung. Da lockst du die Rheinländerin aus mir hervor, die so gerne feiern. Ja, ja, Spaß, Musik, Tanzen, ein bisschen Spaß haben neben der Arbeit, oder? Okay, und eben frage ich jetzt aber auch nochmal zur digitalen Teilhabe. Ja. Wir hatten vorhin das Stichwort Machen, dass eigentlich bei der digitalen Teilhabe das Machen auch total wichtig ist. Was machst du, um das voranzubringen? Das ist eine wirklich schwierige Frage. Tatsächlich tun und machen. Ich nehme an Fortbildungen teil, damit ich erstmal planerisch digitale Lernwelten überhaupt so in mein Bewusstsein bringe. Ich gehöre ja durchaus zur älteren Generation, die Tafel- und Kreideunterricht gelernt haben und die Menschen kommen in einen tatsächlichen Lernraum, in den Unterrichtsraum. Diesen Paradigmenwechsel zu gestalten, dazu muss ich einfach erstmal selber sehr viel lernen. Und ich leite ja eine Volkshochschule, die im ländlichen Raum unterwegs ist, wo nicht einmal genug Bandbreite und digitale Kabel in der Erde liegen. Das heißt, da sind mehrere Herausforderungen zu meistern, um da nicht Bildungsungleichheiten entstehen zu lassen, weil die Leute, die sowieso nicht in der Stadt wohnen, dann auch nicht online teilnehmen können, weil das Modem ruckelt und so weiter. Da spielen viele Faktoren rein. Ich würde mal sagen, für die Volkshochschule Rhein-Sieg, wir sind selber gerade mal in dem Lernprogramm. Ich denke, das ist ja auch ein wichtiger Schritt, sich selber erstmal das Machen zu erlauben, also selber ein Facebook-Profil zu erstellen, um zu verstehen, was das auch bedeutet. Spürt ihr denn schon Auswirkungen der Digitalisierung bei euch in der Volkshochschule, wenn du sagst, das ist im ländlichen Raum? Kommt es da auch an? Jein, also wie die meisten Volkshochschulen bearbeiten wir gerade große, große Anfragen nach Deutschkursen und die bestbesuchte Facebook-Seite ist unsere Deutschlernen-VS-Seite, die Alexandra Hastitzer, die erfunden hat. Und wir können uns kaum vorstellen, dass die Neuankömmlinge in unserem Land ohne Smartphone Deutsch lernen. Also mit neuen Menschen werden auch neue Maßstäbe gesetzt und mit denen lernen wir gemeinsam, was stellen wir ins Netz, was rufen die ab. Das ist natürlich mit einem alten Publikum, sagen wir mal mein Alter aufwärts, die ja doch ein Drittel der VHS-Kunden stellen, eher schwierig zu bewerkstelligen. Aber da wächst eben durch Bevölkerungsveränderung auch ein anderes Lernverhalten ran. Also es ist gerade auch ein Spagat, so die Stammkunden noch zufrieden zu halten und aber auch die neuen Anforderungen zu benennen. Vielen Dank für das Gespräch. Aber gerne. Ciao.